Wer war eigentlich Teresa von Avila? Teresa wurde 1515 im spanischen Avila geboren. Mit 20 Jahren trat sie in den Karmel, also das Karmelitinnenkloster, vor Ort ein. Die junge Ordensschwester fühlte sich hin- und hergerissen zwischen ihrer Sehnsucht nach Gott und der Welt außerhalb des Klosters. Sie wurde sehr krank und durchlebte eine schwere Zeit. In diesen Jahren entdeckte Teresa das innere Beten. Das innerliche Gebet zu Gott war für sie wie das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Immer mehr regte sich durch diese Erfahrungen Teresa großer Widerstand gegen das festgefahrene Klosterleben ihres Ordens. Sie begann mit der Reform des Karmeliterordens und gründete mehrere neue Klöster. Daraus entstand der Orden der ungeschulten Karmelitinnen. Teresa hatte viele Visionen und gilt als große Mystikerin. Als erste Frau in der Kirche wurde sie zur Kirchenlehrerin ernannt. Und dafür verehren wir sie bis heute. Und übrigens, Teresa von Avila verfasste unzählige Texte und Schriften. Sehr bekannt ist zum Beispiel ihr Gleichnis vom Garten. Laut Teresa muss man sein geistliches Leben pflegen wie einen Garten. Wichtig dafür ist das Gießen. Ob mit einem Gefäß aus dem Brunnen, einem Wasserrad, einem Fluss oder am besten mit Regen. Je mehr man ihn bewässert, desto fruchtbarer wird der Garten. Und dann wird Gott gerne zu Besuch kommen.